Herzlich willkommen, Freunde der guten Unterhaltung. Heute mal wieder zu einem Halo 3 Gameplay. Ja, wir spielen hier, was haben wir hier? Bisschen Team Slayer oder Social Slayer auf Guardian. Ja, wir spielen hier bisschen mit der Sniper und mit der Shotgun und ist ganz cool und mit dem Reaper, wie ich gerade sehe. War ein ganz cooles Gameplay. Echt nett anzusehen. Aber das, darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Ich wollte erstmal noch ein bisschen Werbung für unseren Clan-Channel machen. Team Nameless heißt der. Da werden wir mehr Halo-Gameplays bringen und auch ab und zu mal ein paar Commentaries von den Clan-Membern. Nicht, weil die jetzt irgendwie selber Commentaries machen wollen oder so, sondern weil sie mir dann einfach ein bisschen ihre Audiodateien schicken, weil wenn sie mal was, irgendwie eine lustige Idee haben oder so, und dann rendere ich das schnell und dann lade ich das hoch. Allerdings weiß ich auch nicht, wie regelmäßig der Content kommen wird, weil es halt sehr aufwendig ist, zwei Channels dazu leiten. Auch mit zwei Personen finde ich das sehr aufwendig. Wenn wir unseren Main-Channel führen und dann auch noch den Clan-Channel und das dann alles strukturieren, verwalten und so und Clan-Training und das ist alles schon komplexer. Epic Fail, hier bin ich runtergefallen. Aber gut, darum soll es jetzt eigentlich gar nicht mehr gehen. Sondern ich wollte heute noch mal ein bisschen darüber reden, warum ich mir eine Xbox gekauft habe, warum ich Halo 3 hat mich damals sehr beeindruckt und warum ich das so beeindruckt. Hier Epic Stuck. Er hat sich selbst gestuckt, fand ich im Game echt super. Aber gut, Halo 3. Halo 3 war damals das Spiel, was ich zuallererst auf der Xbox 360 gesehen habe. Damals hatte ich natürlich noch keine Xbox. Habe ich bei einem Kumpel gesehen, der hat sich die gerade neu gekauft und wir haben es ein bisschen Kampagne, Koop gespielt und auch Multiplayer, Splitscreen. Es gab echt wirklich viele Wochenenden, Nachmittage oder so, wo wir das damals Splitscreen irgendwelche Maps gebaut haben, von denen ich allerdings heute sagen muss, ey, die sind echt einfach nur so schlecht und verkämpft oder so, weil bei den Maps es teilweise einfach wirklich so ist, dass einfach alle Powerwaffen und da rumliegen und man sich gegenseitig bekriegt oder so und dann so, hey, das ist eine Map, die ist cool und so. Das ist schon, heute im Standpunkt finde ich das schon mal ein bisschen lächerlich, aber es ist halt lustig und damals war ich halt auch erst 14 und von daher kann ich damit auch noch leben. Jetzt, zwei Jahre später, sehe ich das Ganze schon ein bisschen was anders und bin auch mehr ein bisschen so in Competitive-Richtung gerutscht vielleicht, aber Fun ist für mich immer noch das eigentlich mit das Größte, weil warum zocke ich denn? Ich will einfach nur Spaß haben. Natürlich habe ich mit dem Competitive-Gaming Spaß, mit Clan und so MLG und so ein Kack. Es macht natürlich super viel Bock, aber manchmal möchte ich auch einfach nur abschalten und ein bisschen so zocken, in der Schmiede Scheiße machen und einfach nur ein bisschen lachen. Ja? Das finde ich bietet Halo auch und da kann ich mir halt aussuchen, was ich möchte. Aber wer noch ein bisschen mehr zu dem Thema sehen will, kann auch gerne bei dem Commentary von letztens vorbeischauen, wo ich über die verschiedenen Gesichter von Halo gesprochen habe. Werde ich ihn auch nochmal verlinken. Aber warum ich Halo 3 damals so genial fand? Es hat mich einfach beeindruckt. Es war natürlich ein Shooter. Shooter hatte ich vorher nie wirklich gespielt. Ich wusste natürlich so, Shooter, da ballert man, oh, cool, Action, yeah, und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte vorher nie wirklich Shooter gespielt und hatte so die Mechanik gar nicht intuitiv. Ich war der totale Noob natürlich. Aber es war einfach dieses Feeling, das hatte ich da schon. Von wegen, hey, zusammen was reißen, gegeneinander, diese auch die ein bisschen so, hey, ich mach dich jetzt kalt hier im Zweikampf, auch wenn es damals mit der AR oder so war. Oder, boah, ich hab einen Hammer und bla und so ein Zeugs. Das ist schon alles ganz lustig gewesen. Und vor allem war es einfach damals auch die Koop-Kampagne. Es war einfach genial. Es ist einfach simpel. Du spielst ein Level und ein bisschen Koop halt. Aber man sitzt währenddessen nebeneinander, bringt Gags, macht einfach Spaß. Ich weiß nicht, das ist schwierig zu beschreiben, aber ich denke mal, jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß halt genau, was ich meine. Und es ist einfach Hammer. Und so habe ich halt Halo 3 kennengelernt, habe mir irgendwann eine Xbox gekauft, durfte dann allerdings noch kein Halo 3 spielen, direkt und habe es mir dann aber irgendwann nochmal später gekauft. So, habe ich es ein Jahr lang oder so gespielt. Dann war auch schon Reach, also ziemlich am Start. Und dann ging's ab.
Seither ist viel passiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich als Reach rauskam oder generell weniger gezockt habe als heute. Oder auch anders, ganz anders. Ich habe damals mit wirklich mit einfach nur ab und zu mit Kumpels, die ich wirklich kenne, auch viel noch Splitscreen einfach nur so bei irgendjemand zu Hause gespielt. Und heute ist das ganz anders. Ich kenne die meisten Leute, mit denen ich zocke, nicht wirklich persönlich. Ich kenne sie zwar, ne, so vom Charakter, aber ich habe die meisten noch nicht wirklich getroffen. Bei Avid sieht das natürlich anders aus. Ich war halt schon bei ihm. Allerdings ist das auch immer so. Das hat sich immens verändert. Und ich habe viele Leute kennengelernt, viele sehr nette Leute. Und das ist schon echt, echt cool. Und das Internet ist einfach so, finde ich heutzutage nicht nur irgendwie so Plattform für Unterhaltung oder für Information, sondern einfach auch für soziale Kontakte, die man nicht nur knüpft über ein paar Kilometer, sondern auch über Grenzen. Und ja, nicht nur über Grenzen innerhalb eines Landes, sondern auch über Grenzen des Landes hinweg. Ich kenne auch Leute aus der Schweiz, aus Österreich und sogar Leute aus den USA teilweise. Und das ist schon echt krass, wie viel sich da ergeben hat innerhalb von anderthalb, vielleicht ein bisschen mehr an ein Jahr, 8 Monate, 2 Jahre, irgendwie sowas jetzt ergeben hat. Das beeindruckt mich selbst, wenn ich mal so drauf zurückschaue. Aber gut, ich verquatsche mich hier schon wieder. So ein bisschen vielleicht einen Eindruck zu gewinnen, warum ich Halo 3 cool finde. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut rübergebracht habe, aber ich wollte es einfach mal ein bisschen erzählen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sonst haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.